Täuscht der Eindruck oder verletzen sich tatsächlich immer mehr Profisportler am Kreuzband? Statistisch gesehen sind es nicht mehr Sportler. Die Berufsgenossenschaft macht unter Profisportlern immer eine Untersuchung. Und da hat sich gezeigt, dass seit 2014 bis 2017 sich keine Veränderung in der Anzahl der Kreuzbandverletzungen pro Spielstunden ergeben hat. Was aber sicherlich der Fall ist, es gibt mehr Spielstunden, also es wird härter trainiert, es wird länger trainiert und mehr trainiert und dadurch steigt natürlich auch die Zahl. Aber pro Spielstunde tut sich nicht mehr. Woran liegt es denn, dass es einem so vorkommen könnte, als ob sich immer mehr verletzen? Ich denke, dass einerseits das mediale Interesse da ein bisschen zugenommen hat. Dann waren es jetzt eben auch ein paar Nationalspieler, die sich verletzt haben. Das hat die Verletzung auch mehr in den Fokus gerückt, auch in unserer Region. Bekannte Sportler, die sich verletzt haben. Aber wie gesagt, die Anzahl insgesamt ist nicht gestiegen. Tritt das Problem im Breitensport denn auch auf? Sicherlich. Die Verletzungshäufigkeit, denke ich, ist zwischen Profisport und Breitensport nicht unterschiedlich. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Fitnesszustände und so ein bisschen Unterschied sind. Dafür ist die Spielgeschwindigkeit, die Aggressivität wiederum weniger. Also alles in allem, denke ich, macht es keinen Unterschied zwischen Breitensport und Spitzensport. Was können denn Spieler und Trainer tun, um das Verletzungsrisiko zu senken? Es gibt sinnvolle Präventionsprogramme, die man durchführen kann, strukturiert, die meistens ins Aufwärmen eingebaut werden. Man fängt dann mit niedrigen Intensitäten an, sehr statisch und dann nach und nach mehr dynamisch, von zweibeinigen Übungen zu einbeinigen Übungen. Beim Ausfallschritt mit Widerstand, hier mit der Luisa Wolf, geht der Spieler oder die Spielerin in eine Schrittposition, geht in die Knie, so um die 70 bis 90 Grad Kniebeugung. Und versucht dabei, ihre Beinachse zu halten, sodass die Kniescheibe oberhalb der Großzehe bleibt und nicht nach innen knickt. Der Therapeut hier, der Marek, kann noch Widerstände von außen setzen, um noch mehr die seitlichen Muskeln anzuspannen, um noch einen erhöhten Widerstand für die Beinachse zu geben. Instabile Unterlagen eignen sich grundsätzlich gut, um die Propriozeption, also die Feineinstellung der Gelenke zu trainieren. Hier steht Luisa leicht gebeugt mit dem Knie auf einer instabilen Unterlage und versucht, wie vorher bei der vorherigen Übung auch, die Beinachse zu halten. Man kann noch Widerstände von außen geben oder Bälle hin und her werfen, um das Ganze zu erschweren. Also grundsätzlich sind alle Übungen, kann man als Partnerübungen durchführen. Hier haben wir einen Trainer mit dabei, einen Athletiktrainer. Aber alle Übungen könnten auch mit der Spielerpartnerin durchgeführt werden. Bei der Einbein-Kniebeuge steht die Spielerin auf einem Bein. Und im Gegensatz zu den vorherigen Übungen kommt jetzt Bewegung ins Spiel. Das heißt, die Position, die Beinachse muss nicht nur gehalten werden, sondern jetzt geht man in die Knie und versucht dabei, während der Bewegung ins Knie, die Beinachse zu stabilisieren. Also jetzt wird es noch mehr dynamisch. Vorher hatten wir eine statische, dann Einbein dynamische Übung. Jetzt wechseln wir die Beine. Bei einer Koordinationsleiter macht man Wechselsprünge über die Koordinationsleiter und gibt meistens noch eine zweite Aufgabe, um den Fokus weg von der eigentlichen Übung zu nehmen, um zusätzlich wieder die Beinachse zu stabilisieren. Ist das eine Übung, die sieht ziemlich schwer aus, die sich auch im Kinder- und Jugendbereich eignet? Absolut. Kinder sollten es unbedingt solche Übungen auch durchführen. Auch hier muss es natürlich einen sinnvollen Aufbau geben, aber grundsätzlich ein absolutes Ja. Dann haben wir als letzte Übung den Sidestep über Hürden. Sieht schwierig aus. Wie anspruchsvoll ist es? Können das Breitensportler auch machen? Auch hier gilt, diese Übungen sind grundsätzlich für alle Breitensportler und Profis geeignet. Bei Profis würde man dann nach und nach natürlich deutlich noch die Höhe verändern. Hier bei der Luisa sind es eher geringere Höhen, über die man seitlich drüber springen muss, um eben auch nicht nur in der frontalen Ebene die Beinachse zu stabilisieren oder auch seitlich jetzt hier und dann am Schluss auf ein höheres Hindernis springt, um das Ganze zu erschweren.